Herzlich willkommen zu Am Rande der Bande, dem Videoblog der Westdeutschen Zeitung, präsentiert heute von der Physiotherapie Simon Brüggemann. Ja, und wir sind wieder beim Training hier in der Jaila Arena, leider nach einem enttäuschenden Wochenende. 5:8 gegen München in der heimischen Kulisse, aber dann leider auch auswärts 3:2 gegen Wolfsburg, wobei Martin Szymanski ja wieder zurück ist. Er hat mit einem Tor und einer Vorlage gezeigt, dass er wieder da ist. Und man sieht natürlich, wie viel so ein kleiner, großer, breiter Schimmi in der Aufstellung ausmacht. Er ist irgendwo ein Bestandteil, ein fester Bestandteil der letzten Jahre, der immer nicht nur charakterlich viel mitbringt, sondern auch spielerisch und kämpferisch. Und das hat er unter Beweis gestellt. Mal gucken, was er zu sagen hat. Martin Szymanski hier mit einer super Statistik von einem Tor von 2 Spielen, 50%. Aber natürlich hätten wir gerne, dass der Szymi öfters auf dem Eis gewesen wäre. Erstmal Szymi, wie war der Einstieg für dich? Ja. Man sieht, der Einstieg ist immer noch schwer für Szymi. Ja, also ich muss eigentlich sagen, dass ich mich da ganz gut gefühlt habe, dass die Arbeit sich gelohnt hat, die ich während der Zeit meiner Verletzung gemacht habe. Die Mannschaft hat es mir einfach gemacht. Klar, ich war sehr aufgeregt, nach so einer langen Zeit dann direkt wieder ein DL-Spiel zu spielen. Aber wie gesagt, also es war ja nicht mein erstes DL-Spiel, also ich wusste, was da ein bisschen auf mich zukommt, und ja, war alles ganz okay. Ja, natürlich, aber sicherlich nach so einer langen Zeit, wo du nur Trainingsprogramm hattest, irgendwo auch nicht so einfach. Aber ich denke, im Moment die Mannschaft sicherlich, ja, punktemäßig und so weiter, steht die nicht gut da. Aber ich denke, mit dir kann man sicherlich wieder auf Unterstützung in der Mannschaft hoffen. Nur denkst du, du kannst wieder zu 100% schnell finden, oder bist du schon 100%ig? Ja, erstmal muss ich sagen, klar, müssten ein paar Punkte mehr sein. Wir haben viele Spiele, glaube ich, auch so hergeschenkt. Was meine Person angeht, du, ich komme jeden Tag zur Arbeit, versuche 100% zu geben beim Training, beim Spiel. Und ja, was am Ende dabei rauskommt, wie ich der Mannschaft damit helfen kann, das wird man dann sehen. Auf jeden Fall hat man aber gemerkt, dass du wieder da bist, und das ist ganz wichtig für die Mannschaft. Du bist ein wichtiger Baustein geworden. Ja, Hinblick auf die nächsten Spiele. Klar hat man Punkte liegen lassen, aber denkst du einfach mal salopp gesagt, dass da jetzt mehr drin ist vor allem defensiv? Ja, wir müssen daran arbeiten. Wir müssen härter sein im Spiel defensiv. Wir dürfen nicht zu viel zulassen. Mein Gott, die Leute bringen mich ja alle raus. Wie gesagt, also klar, wir müssen, für uns geht es einfach darum, dass wir jedes Spiel Punkte holen. Und da müssen wir defensiv viel, viel besser arbeiten, viel härter arbeiten, keine Geschenke verteilen, wie wir das oft gemacht haben die Saison. Und ja, ich denke mal, wenn wir dann weniger kassieren, weil vorne haben wir ja Tore geschossen, wenn wir dann weniger kassieren, dann können wir auch die Spiele gewinnen. Auf jeden Fall, Szymi, danke dir, gutes Training. Danke. Und viel Erfolg in nächsten Spielen. Jo, dankeschön. Und eine Herzensangelegenheit möchte ich euch gerne noch mitteilen. Und zwar, wie jedes Jahr, möchte ich gerne was für Rosis Kids Corner tun. Das ist eine Initiative für krebskranke Kinder, für leukämiekranke Kinder besser gesagt, aus Mannheim, die Microsati damals gegründet hat. Und die Karin, die macht das auch jahrelang schon super. Schöne Grüße an dich, Karin. Und ja, ich möchte gerne die Schienen aus der Saison, als ich bei den Adlern gespielt habe, 2009, 2010, mit dem war ich damals auch beim Spengler Cup, möchte ich gerne versteigern zu Weihnachten. Und hoffentlich kommt da was zusammen. Und die deutsche Nationalmannschaft, auch nochmal einen dicken, dicken Dank und lieben Gruß an euch, hat mir geholfen, mit vielen Unterschriften des Teams vom Deutschland Cup diesem Jahr noch das Ganze zu befeuern. Und zwar, hier unten findet ihr die ganzen Infos dazu, und ich freue mich, wenn ihr mal zumindest reinschaut und versucht mitzubieten. Neben mir steht William oder vielleicht Grant Bessie, und er kann uns jetzt mal erklären, wie das genau mit seinem Namen funktioniert. So, thanks for having you, and now explain the fans about your first name. Yeah, so William's actually, you know, my first name. And then Grant's my middle name, and my parents have been calling me Grant ever since I was born, so I go by Grant, but my real name's William. That's the best description I can give. Also er sagt auch, die Eltern haben ihn immer Grant genannt, sein richtiger Name ist aber William. Und wie das manchmal so ist einfach, ne, mit den Namen. Es ist, im Russischen gibt es zum Beispiel den Sascha, der auf einmal Alex ist, und so ist das hier nun mal auch. Gut, weiter. 12 Tore hat er schon geschossen, davon jetzt 1 gegen München. Und ich will ihn einfach mal fragen, wie er sich im Moment fühlt für ihn, wie die Saison für ihn läuft. Yeah, you scored against Munich and you got 12 goals so far. So can you tell us how the season goes for you so far? Personally, yeah, personally, I mean, individually, you know, I think it's been going pretty well.
I set a goal at the beginning of the year to, try and score 20 goals, and I think I'm, on the right pace to do that. So, personally, I've thought it's been an overall pretty good year for me. So that's kind of like your goal you're setting, the 20 goals there? Yeah, that's what I said at the beginning of the year. Whether I go get that or above it or slightly under it, I don't know. We'll find out. But that, that's my original goal. Also das auch sein Ziel war natürlich vor der Saison, wie er gesagt hat, 20 Tore zu schießen. Er ist auf einem guten Weg und fühlt sich dabei gut. Let's go back to the games. It was kind of like tough. When you score 5 games at home, you should get the win, right? Can you tell the fans what was the kind of reason? What happened there? Why couldn't the team really save that game, bring it home? Was war praktisch der ausschlaggebende Grund? Warum konnte die Mannschaft, ja, blöde Frage, aber diesen Sieg nicht nach Hause fahren, wenn man 5 Tore in der eigenen Halle schießt? We went up 2-0 and then we kind of got into some penalty trouble, which hurt us, and they kind of got back, and then we kind of lost our momentum through the last parts of the game, and we made some mistakes and some turnovers at some difficult times, and a team like Munich, there's a reason why they're at the top of the table, and you make mistakes against them, usually more often than not it's gonna end up in the back of your net. So I think if we could have limited their mistakes and some penalties, then we would have put ourselves in a better position to win. Er sagt auch, gegen München ist es schwer, vor allem wenn man so Fehler macht oder eben kurz gesagt viele Strafen macht. Sowas endet natürlich im eigenen Tor, und die München ist natürlich eine Mannschaft, die das ausnutzen. Well, thank you very much for having you, and I wish you that you get and reach your goal, and hopefully the team reaches their goal to get more points. Thank you very much. Yeah. Thanks. Danke. Do it now, sometimes later becomes never. Der Spruch zählt momentan wie kein anderer für die Jungs hier. Denn nach dem letzten Wochenende, wie schon angesprochen, hat man leider erfolglos in die Röhre geguckt. Nun, natürlich, man kann jetzt analysieren, man kann einzelne Leute an den Pranger stellen, ist aber meines Erachtens nach nicht richtig. Was am Ende zählt, ist die geschlossene Mannschaftsleistung und dass das Team wieder zu einer Stärke zurückfindet, die wir vielleicht schon seit Jahren in Krefeld hier vermissen. Aber irgendwo muss man jetzt irgendwie diesen Knoten knacken lassen, diesen Knoten aufmachen, dass es weitergeht. Und der erste Schritt dafür, jetzt gehe ich mal runter, weil ich bin froh, dass ich das nämlich nicht mehr machen muss, wäre am Mittwoch, und zwar gegen die Bremerhavener Fishtown Penguins um 19.30 Uhr, ein Heimspiel, wo man sicherlich vor eigener Kulisse gegen einen, sagen wir mal, Angstgegner, punkten muss, denn man hat die nächste Chance im nächsten Heimspiel direkt gegen Straubing um 19 Uhr am Sonntag. Straubing allerdings gewann gegen Nürnberg und gegen Düsseldorf, womit wieder es ein bisschen schwerer wird, zumindest theoretisch, und die Bremerhavener auch mit 2 Niederlagen kommen. Das heißt, die haben aber auch Druck, die Punkte zu holen. Man sieht, für die Pinguine keine einfache Aufgabe. Aber auf dem Eis im Moment wird heftigst daran gearbeitet, irgendwo auch detailliert in die Taktik zu gehen und spielerische Fehler auszuarbeiten und auszubessern. Ich freue mich und hoffentlich seid ihr dabei, wenn es heißt Pinguine gegen Straubing und Pinguine gegen Bremerhaven.